Verena, du kommst gerade aus dem Innenausschuss. Thema waren unter anderem die Reichsbürger. Wie bewertest du die Reichsbürgerbewegung? Ja, die Reichsbürger sind insbesondere in den letzten Monaten und Jahren aktiver geworden. Sie stellen sich sehr heterogen auf, sind in vielen kleineren Gruppierungen aktiv. Und ich würde sagen, dass ihre Ideologie im Kern rechtsextremistisch ist. Also sie sind geschichtsrevisionistisch, sie bedienen antisemitische Stereotype, sie sind völkisch, rassistisch, auch nationalistisch und dadurch, dass sie einen starken Hang zu Waffen haben, eben auch sehr gefährlich. Für wie gefährlich genau hältst du die Reichsbürger in NRW? Ja, ich hatte schon gesagt, es gibt eben diesen Hang zur Bewaffnung. Und wir wissen, dass auch die Gewaltdelikte bundesweit bei den Reichsbürgern in den letzten Monaten angestiegen sind. Und diese Ideologie gepaart eben mit den Waffen macht sie besonders gefährlich. Und was habt ihr dazu heute noch im Innenausschuss besprochen? Ja, das Innenministerium hat berichtet, dass sie diese Reichsbürger schon länger im Blick hat und der Verfassungsschutz diese Reichsbürger beobachtet. Sie werden auch im nächsten Verfassungsschutzbericht über dieses Jahr die Reichsbürger mit aufnehmen. Und es ist nochmal deutlich geworden, dass Polizei und Verfassungsschutz gemeinsam überprüfen, wer von diesen Reichsbürgern legal Waffen besitzt und auch überprüfen, ob überhaupt die Eignung für diesen Waffenbesitz noch gegeben ist und ob man den Reichsbürgern die Waffen entziehen kann.